Hallo und herzlich willkommen bei Wetdog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute auf das Spiel CSR Racing 2. Ich werde es mal starten, voll mit rein. Bei den Spielen ist mir immer ein bisschen doof, die Ladezeiten dauern immer alles so lange. Ich habe es gerade nochmal gestartet, ich hatte es ja schon drauf von letztem Mal, weil ich dann nochmal ein Update runterziehen musste. Und damit es ein bisschen schneller geht, habe ich es einmal vorher kurz gestartet. Wegen den Update. Jo. Und es geht wirklich schneller. Den Grad hatte ich ein bisschen länger gewartet. Ach ja. Gut, dann sind wir jetzt hier und fortfahren. Super. Jo, ich mach Video. Und Rennen. Sonder. Den habe ich bei Gran Turismo auch. Na komm schon. Ging das nochmal? Werbung weg. Okay. Ich glaube, das war Leertaste. Space für Gas geben. Und Schalten fallen nach oben. Ah ne. So. Wie schaltet man? Ah, wie schaltet man? Ich hab vergessen, wie man schaltet. Ach, so war das. Eieiei. Okay. Jetzt weiß ich's. Nach oben war Gas geben, nach rechts war hochschalten. Oh, neue Zeit, neue Rekorde. Neustart. Probieren wir gleich nochmal. Wow. Mei, das war ja ratzefatze gerade. Oh, das ist doch nice. Das ist mal richtig nice. 20.000. Kriege ich das Auto dann am Ende? Ich möchte gerne das Auto haben. So, ach, ich bin müde. Komm. Wieder gewonnen, haha. Läuft achtmal. Mechanikermünzen, okay. Okay. Mensch, gerade angefangen und schon so viel Action hier.
10.000, ja. Und Goldmünzen. Mensch, das lohnt sich ja richtig hier. Kann ich nicht mehr? Was? Auto kaufen. Oh, jetzt muss ich mit meinem eigenen Auto davon fahren. Habe ich aber nicht. Mensch. Kostenlos. Kaufen wir kostenlos. Logo. Ey, ist es umsonst? Habe ich jetzt überhaupt noch Plätze? Ich glaube, jetzt habe ich das. Jetzt ist mein Parkplatz wieder voll. So, wir haben jetzt ein neues Auto. Das freut mich schon mal. Schließen. Sammeln. Wow. Level up. Auf jeden Fall verbessern. Oh, das ist ein K5 Auto. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ach, das war ja auch das. Ich muss ja dahin drücken. Ah, Mensch, habe ich ja alles vergessen vom Spiel. Na, warten wir erstmal. Ist ganz schön teuer, die Reparatur. Was muss ich denn hier noch machen? Für bessere Einteilen, okay. Dann gehe ich mal hier rauf, in der Garage. Ja, 6 Autos habe ich jetzt. Ich kann jetzt kein Auto mehr kriegen. K1, K1, K2, K2, K3, K5. Der K3 ist aber nicht so gut. Das ist richtig langsam. Ja. Den benutze ich ja immer zum Ausbauen. Obwohl, das kann ich ja jetzt mit dem machen. Dann kriege ich mal eine größere Garage. Kann doch nicht sein, dass man nur 6 Autos haben darf, oder? Also ich habe hier einmal 6 Autos. Und dann nochmal ein Auto hier ins Studio. Den SL. So, wir verbessern den einmal. Komm auf den Preis, 1800.
Was bedeutet das da? Also der ist ja komplett ausgebaut. Bei denen kann ich nichts mehr verbessern. Info. Den haben wir ja, den Ferrari. Bei dem bin ich gerade bei. Jo. Ja, nee, das mache ich jetzt aber nicht aktualisieren. Mache ich nachher dann. Gratis. Schnappen wir uns die Kiste. Okay. Nein, danke. Also ich muss später den Einer loswerden. Ach, ich wieder. Diesmal das Gleiche. Ich muss später den Level Einer loswerden. Einer von denen. Damit ich halt mehr Platz habe. Und ein T2er. Dann behalte ich, glaube ich, den Ferrari. Ferrari ist, glaube ich, besser als der Audi. Der ist dann nicht ganz ausgebaut, soweit ich weiß. Ja, noch nicht ganz ausgebaut. Ich muss mal schauen, welcher besser von den beiden ist. Also muss ich den erstmal ganz ausbauen. Weil ich glaube, bei den T1er dauert es ein bisschen länger noch.
Ja. Gut. Das war jetzt das. Dann werden wir jetzt das Rennen fahren. Na, den brauche ich ja nicht zu fahren. Ich habe zwar einen, aber meiner ist so langsam, dass ich das denke nicht schaffe. Rennen. Wow. Aber ich habe einen K5er. Juhu! K1 habe ich, K2 habe ich, K3, wo ich den, obwohl, wie gesagt, den K3er mag ich nicht so, und ein K5er. Ich muss jetzt nur noch schauen bei K2 und K1, welcher von den beiden ich behalte. Ein BMW da hinten. Auf jeden Fall den muss ich behalten. Der geht. Den K5er. Der geht hier ab wie eine Rakete. Nur die Einzelteile sind also teuer bei denen. Aber ist ja egal. Er hört auf. Er kommt näher. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Was war der Gegner für einer? Mustang. Also ich werde jetzt als nächstes probieren. Also ich fahre jetzt so mit denen hier schon weiter, bis ich keine Energie mehr habe. Dann werde ich das Video beenden. Aber wenn ich jetzt alleine weiterspiele hier, die Tage probiere ich den einen aufzuleveln. Ja, was ist jetzt? Ach so, jetzt ist es 0 auf 100. Okay. Später. Okay. Das ist nur, wer als erstes 0 auf 100 ist. So ein Rennen hatte ich noch nicht gehabt, deswegen ich kannte das nicht. Ah.
Der andere ist so schnell. Na gut, dann gehen wir da mal zurück. Da komme ich nicht weiter. Oder ich probiere es nochmal. Noch einmal. Jetzt schaffe ich das. Pass auf. Habe ich gewonnen? Nein! Oh, das war jetzt gerade richtig knapp gewesen. Also Garage. Da geht es für mich erstmal nicht weiter. Einziges. Ich überlege gerade wieder, ob ich den verbessern würde. Ich hab dich schon bewertet, Mensch. Mensch, ins Kinder nochmal. Ah. Wenn ich da jetzt Nitro. Probier den das Rennen noch mal mit Nitro. Nitro war Leertaste, glaube ich. Letzter Versuch jetzt. Ja, letzter Versuch. Komm. Oh, jetzt gehen Muster. War nicht die Leertaste, das war die Shift-Taste. Scheiße. Ey, ich hab den. Meiner. Kann meiner auch so stark werden? Kann man aus ein K1 ein K2 machen? Muss ich jetzt mal gucken. Jetzt muss ich in der Garage reingehen. Da ist er. Tunen ist nun mal das Einstellen von Reifendruck, von der Kupplung und. Das habe ich ja schon alles fertig. Nitro kann man einstellen. Kupplung, Reifendruck. Ja. Und verbessern. Eigentlich schon überall das Beste. Aber hier kann ich noch mal ein bisschen aufstufen. Ich muss noch meine Elite-Stufe auf 30 haben. Und ich bin Stufe 23. Da muss 45 sein. 43. Oh, hier, da.
hab ich nicht. Also ein bisschen besser wird er noch, aber der wird keine K5. Dann war das doch ein anderes Auto. Na egal. Dann gehe ich nochmal hier auf Rennen, dann schaue ich einmal kurz herum. Live-Rennen. Schaffe K3. Das ist die legendäre mit meinem Mercedes zurzeit. Schaffe K3. Hier wäre K3. Jetzt muss ich aber noch mal ins andere Auto einsteigen. Muss man ins andere Auto einsteigen. Ich möchte nicht mit dem Mustang fahren. Ich möchte mit meinem neues Auto fahren. Oder ich fahre mit dem Audi TT RS. Rennen. Rennen des Tages, eine Viertelmeile. War nur zwei Schwierigkeitsstufe 2 war das nur, deswegen müsste ich eigentlich schaffen. Ein BMW. Auf und davon. Jawohl, was kriege ich? Ja, Gold! Goldrausch! Okay. Das Tagesrennen habe ich auch schon fertig. Das ist, glaube ich, mal alle 6 Stunden das Tagesrennen. Irgendwie so war das. Aber ich wollte jetzt mit dem Audi kurz fahren. Ah, oh, 4 Stunden. Nicht 6, sondern 4 Stunden. Oh. 46 Minuten. Erstmal noch das Gleiche. In 12 Tagen endet die Saison. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht machen, das mit den installieren. Mache ich später. Reguläre Kämpfe brauche ich auch nicht. Reguläre Kampf, nee, brauche ich nicht. Und hier komme ich mit meinem Audi nicht weiter. Naja, eigentlich ist das da jetzt gerade auch gewesen für den
Mercedes, den ich habe, CLA, gehen wir in den rein. Aber mit denen kam ich da auch nicht weiter, soweit ich weiß. Rennen. Obwohl, der ist ganz leicht, der ist leicht dann eingestellt. Reguläre meine ich. Ist nur, wenn man Geld braucht, kannst du die fahren. Sonst brauchst du die gar nicht so machen. Noch 5 Tage geht das hier, Showdown. Rangliste. Warum ist die wieder auf 1? Gleich nächstes Rennen hinterher in der Rangliste. Das ist dann auch schon das letzte Rennen. Danach habe ich keine Energie mehr. Ich könnte mir zwar Videos anschauen, damit ich wieder mehr Energie kriege. Und so weiter und so fort. Oder für Gold könnte ich mir, glaube ich, auch noch Energie kaufen. Aber nee, meine ich. Gold brauche ich erstens woanders für und Videos möchte ich nicht angucken, wenn ich jetzt hier aufnehme. Da muss ich immer so viel schneiden. Ich denke, das Video dauert sowieso jetzt schon ziemlich lange. Bin bestimmt schon eine halbe Stunde da dran. Ich habe so wie immer nicht auf die Uhr geschaut. Oder meistens, manchmal schaue ich drauf, aber. So voll lahmarschig. Naja. Sieh die Werbung an. Oh, ich habe einen dazu gekriegt. Hast du nicht gerade nur einen gehabt? Egal. Also noch eine Runde. Übrigens ging der Frau, die hier gerade stand, was gesagt habe, wo ich sie nicht gelesen habe, gegen der habe ich das Auto gewonnen. Ich bin mit ihr ein Rennen gefahren, ich habe das Rennen gewonnen und der Preis war das Auto. Wenn ich gewinne, kriege ich das Auto, wenn sie gewinnt, kriegt sie 20 Gold. Gut, jetzt wollte ich noch mal was ausprobieren.
ich den K5er nehmen? Kann ich mit dem K5er in der K3er Strecke fahren? Ich glaube nicht. Das wäre unfair, oder nicht? Da haben mir die K3er eigentlich keine Chance, wenn ich mit den K5er ankomme. Der K5er. Einsteigen. Rennen. Ja, ich sitze jetzt in dem K5er. Huajara. Blublublum. Und das wäre dann dieses Rennen. Kein Benzin, aber es geht. Sonst würde das stehen, dass es nicht geht. Zum Beispiel hier könnte ich das gucken. Da. Dann würde das ja so sein. Ich brauche ein Legendär. Das ist kein legendäres Auto. Gut. Dann probiere ich nächstes Mal mit meinem K5er hier diese K3 fertig zu machen. Finde ich gut. Gut, 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 gut. Okay. Dann ist ja eigentlich alles fertig. Ich könnte noch mal was reparieren. Ich glaube den Turbo, oder? Motor, Tour geht gar nicht. Motor, Auspuff, Auto leichter machen. Oh ne, Reifen vielleicht besser. Da sind die Reifen. Oh, cool. Einbauen. Jo. Und schon mal die Reifen verbessert. Nice. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich beende das Spiel. Und muss jetzt schnell das Ticket noch abholen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.